Frances McDormand gewinnt als beste Hauptdarstellerin. Frances McDormand hat den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Es ist ihr zweiter Academy Award nach Fargo, 1996. In ihrer Dankesrede warb die 60-Jährige für Gleichberechtigung und Vielfalt. Frances McDormand war die Favoritin, nun hat sie auch gewonnen. Die Akademie hat sie als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ausgezeichnet. Die 60-Jährige setzte sich damit unter anderem gegen Saoirse Ronan, Meryl Streep und Saoirse Ronan durch. McDormand war bereits fünfmal für einen Oscar nominiert. Ihren ersten als beste Hauptdarstellerin gewann sie 1996 für Fargo. In ihrer Dankesrede forderte sie alle weiblichen Nominierten auf, aufzustehen und verabschiedete sich von der Bühne mit den Worten: "Ich lasse euch zwei Worte zurück, Inklusion Reader." Mit einer solchen Inklusionsklausel lassen sich Stars zusichern, dass in ihren Projekten auf Vielfalt geachtet wird. McDormand nimmt in Martin McDonaghs Tragikomödie als trauernde Mutter den Kampf gegen die örtliche Polizei auf. Diese Mutter, Mildred Hayes, trägt meist einen ausgewaschenen Overall, stolziert im Jungwohnegang herum und benutzt eine ziemlich derbe Sprache, vor allem gegen einen pöbelnden, rassistischen Polizisten, für dessen Darstellung Sam Rockwell als bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde. Ihre Karriere begann McDormand in Blood Simple von den Coen-Brüdern. Sie ist mit Lil Coen verheiratet. Später spielte sie unter anderem in den Filmen Born After Reading und Hail, Caesar mit.